Morgen, Kollege. Hoffentlich hast du gut geschlafen, denn für dich beginnt nun diese Schicht an einem wunderschönen und milden Sommermorgen auf der Linie RB 46 in Ringenstadt. Mache den Zug abfahrtbereit und öffne die Türen. Um 7.46 Uhr kannst du abfahren. In Köblitz ist dann erstmal zwei Frühstück angesagt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge. Hier im Train Simulator Classic 2024, hier auf meinem Kanal. Und heute fahren wir wieder mit dem Regio Shuttle 1, Baureihe 650 auch genannt. Hier auf der wunderschönen Route im Köblitzer Bergland reloadet, auch mit dem Streckenupgrade von Steuerwagenschmiede. Und als allererstes stellen wir noch ein richtiges Zugziel hier ein. Ich habe natürlich wieder vergessen, dass Input Maper Update zu installieren für die Tastenbelegungen, ne? Also dass man dann VR Standard Tastenbelegung hat, deswegen müssen wir es halt nach Chris Trains Standard machen. Ja, und das Nervige heute auch, ne? Siefer mit der Enter Taste. Aber es wird schon. Ejo. Aber was ich auf jeden Fall nicht vergessen habe, das Sound-Update von Pirotinus zu installieren. Das habe ich zum Glück nicht vergessen. Liebe Fahrgäste, die Köblitzer Bergbahn begrüßt Sie im Namen des Köblitz-Taktes in der RB 46 von Ringenstadt nach Köblitz Hauptbahnhof. Über St. Rudolf. Nächster Halt, Marienbrunn. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. So, und das Szenario hier geht nur 25 Minuten. Also schon ein sehr kurzes Szenario. Aber auch total ausreichend für die Aufnahme. Also für eine Aufnahme lang 25 Minuten komplett. Zwangsbremsung hier kann ich mir jetzt nicht erklären. Weil ich habe hier jetzt wieder was. Scheiße. Wieder was verstellt. Warte mal. Habe ich das nochmal gemacht?
ging es auf jeden Fall nicht. Ach so, ja. Genau, jetzt habe ich es wieder. Jetzt habe ich die Tastenbelegungen wieder richtig bekommen. Also ich mag halt auch Fahrzeuge, wo man es auch hier in der Hut sieht, ne, wann ich ein Signal quittieren muss. Ja, weil, ne, dann weiß man auch, ne, wann einer ist. Weil mit der PCB komme ich immer noch nicht so ganz klar. Ja. Aber irgendwann wird's hoffentlich. Was? Und am liebsten vergesse ich auch immer die LF-Tafeln. Das muss man nicht quittieren. Nächster Halt, Marienbrunn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach scheiße, ich habe noch nicht die Bahnsteige installiert. Ach nee, jetzt habe ich deswegen auch noch verbrennt. Ah, Mann. Naja, egal. Dann fahren wir einfach Marienbrunnen durch. Ja, schon wieder habe ich viele Assets nicht installiert, sehe ich gerade. Muss ich dann auf jeden Fall machen. Ja, weil für die Route hier sind auch viele Assets irgendwie nicht mehr verfügbar. Ja, deswegen halt. Also viele Links sind halt jetzt schon ungültig, die hier für die, also für die Assets hier für die Route benötigt werden. Auch nicht. Nächster Halt, St. Rudolf. Umsteigemöglichkeit zu der Linie S2 in Richtung Marienbaum und Wildau, Köplitz Hauptbahnhof und Niederkirch sowie Altenburg Hauptbahnhof. Es besteht Anschluss an die Buslinien. Bitte achten Sie auf die Aushänge und Ansagen in St. Rudolf. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich fahre extra ein bisschen schneller, um die Verspätung einzuholen.
Türen gehen hier gar nicht auf. Ah, ganz toll. Ja, dann stellen wir uns das einfach vor, dass die Türen auf sind und fahren dann einfach um 55 weiter. Ja, ich muss halt gucken, wo ich die ganzen Assets, die nicht mehr verfügbar sind, noch herkriege. Für die Route hier. Aber es muss doch bestimmt irgendeine Seite noch geben. Nee, das muss man nicht quittieren. Rudolf Bach ist nächster Halt. Ja, okay, wir können ruhig ein bisschen langsamer fahren, weil wir müssen erst um 59 da sein. Mal gucken, ob im Rudolf Bach jetzt die Türen aufgehen. Nächster Halt, Rudolf Bach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Abfahrt 8.02 Uhr von Gleis 1. Ja, ist es überhaupt... Nee, ich glaube, das ist das Standardwetter von der Route. Also das SAD-Wetter. Meine Damen und Herren, an Gleis 1. Es fährt ein S2 nach Wildau über St. Rudolf. Abfahrt 8.02 Uhr.
Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Ah, da kommt jetzt gleich eine 423 wahrscheinlich. Ja. Sieht man ihn schon? Nö. Noch sieht man ihn nicht. Ah, wir haben auch noch keine Ausfahrt. Wir müssen noch auf die S2 warten. Ah, da kommt sie schon, ne? Ach, das ist keine 423, das ist ein Flirt. Na gut. Kann auch mal passieren. Dass da kein 423 drauf ist, sondern ein Flirt. Genau, die Schranken gehen jetzt zu. Ja. Und da kommt sie. Der Stadler Flirt 3. Wir haben Ausfahrt. Da war noch keine 45 mit der PCB. Keine Ahnung. Naja. Ja, außen gibt es irgendwie keine Sounds mehr. Nach dem Update von Pirotinus, ja. Genau, es war ja so, dass bei einem Train Simulator Classic Update, also von dem Update von letzten Jahr, dass das Sound Update von Pirotinus nicht mehr funktioniert hat. Also, dass da dann das Spiel immer abgestürzt ist. Und dann hatte Pirotinus ein Update für gemacht und seitdem gibt es dann auch keine Außensounds mehr. Seit dem Update. Komischerweise. Naja. Hier auf der Nebenbahn kriege ich immer eine Zwangs irgendwie. Ja, ich glaube mal, weil ich ein paar Assets irgendwie noch nicht installiert habe oder so. Aber ich finde die Assets auch gar nicht mehr. Weil viele Assets existieren irgendwie nicht mehr, die hier für die Route benötigt werden. Nächster Halt, Köplitz West. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
und schon sind wir in Köblenz. Nächster Halt, Köblitz Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien S1 in Richtung Niederkirch und Altenburg Hauptbahnhof sowie Köbler Wald und Bad Rinkenburg Hauptbahnhof. S2 in Richtung St. Rudolf und Wildau sowie Niederkirch und Altenburg Hauptbahnhof. S3 in Richtung Köbler Wald, Bad Rinkenburg Hauptbahnhof und Hochmerzburg Hauptbahnhof. RE40 in Richtung Niederkirch und Altenburg Hauptbahnhof sowie Bad Rinkenburg Hauptbahnhof und Hochmerzburg Hauptbahnhof und RB39 in Richtung Wildau sowie Bad Rinkenburg Hauptbahnhof und Hochmerzburg Hauptbahnhof. Es besteht Anschluss an die Buslinien. Bitte achten Sie auf die Ansagen und Aushänge in Köblitz Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Diese Zugfahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste, den Zug zu verlassen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, da sind wir jetzt in Köblitz Hauptbahnhof. Oh, da steht noch eine 2423er. Und noch eine 111 mit Dasto. Super, jetzt erstmal Pause und zweites Frühstück machen, war genau, das machen wir jetzt. So, das war's dann auch schon mit diesem Video, dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder und damit ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Adriano LP.